Ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt das Horrorgame House on the Hill, ein Spiel, das sich dynamisch dem Spielverlauf anpasst. Das heißt, wir haben ein altes Haus und wir müssen gewisse Aufgaben da machen. Und wenn wir in neue Räume kommen, können das immer andere sein als in einem vorherigen Spielablauf. Und es kann immer alles anders sein. Es ist sehr gut bewertet, also überraschend gut. Es kostet momentan um die 4-5 Euro bei Steam. Ist noch Early Access, wie es steht, von russischen Entwicklern. Ein paar Assets, die man kennt, soll es wohl drin geben. Aber trotzdem soll das Spiel richtig cool sein. Wir sagen mal, New Game. Ja, alles lost. Und spring mal rein. Oh, Geschenk. Für Geschenke bin ich doch immer zu haben. Hey, do you hear me? Good. Hi, this is Frankie. Are you ready for our new job? I know, you are not a fan of rush work. But our payment will be quite good. And your family needs money, so... Well, we can make an exception. Okay, your job is simple. Owner has left the city, so you can get into the house, find a trinket, and get out. That's it. My job is to guide you through this, so you can avoid every possible problem. Do you understand? Excellent. Let's get you ready. There was a camera near your headphone. Attach it to your shirt. Okay, wir sind ein Dieb. Wir sollen irgendwo einbrechen in dieses tolle Haus. Okay, nutze deine Maus, um sich umzusehen. Drücke Maustaste, linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Das war unser Freund per Funkgerät. Der meinte, wir haben keine Zeit. Süß. Das ist auf jeden Fall aus einem anderen Spiel hier. Das kenne ich schon. Er wird uns quasi dabei helfen. Ja, hab ich. Now I see the room. Not bad. Okay. You also need a flashlight. It's in a garage behind the next door. Okay, wir brauchen auch eine Taschenlampe, die soll in der Garage in der nächsten Tür sein. Okay, I turned off the light. Find a flashlight and just wander around here. Get used to working in the dark. Well, good. Now, inside the house you'll find an alarm system. It's an old one, but I want to be sure you'll be ready. Find the wire cutters and the screwdriver, and I'll show you what to do next. Screwdriver is in one of the upper cabinets. Okay. Wir sollen einen Kabelschneider und einen Schraubenzieher suchen und sollen hier zum Test mal die Alarmanlage außer Betrieb setzen. Und der Schraubenzieher ist irgendwo oben. Okay. Familienfoto. Wir sehen glücklich aus. Look at the cabinet over the table. Er ist ein bisschen penetrant, oder? Ich hoffe, in der Zukunft werden wir mehr solche Fotos haben. Okay, wir sind ein junger Familienvater, wie es aussieht. Kabelschneider. Kriegen wir den hier oder sollen wir wirklich oben gucken? Okay, wir gucken mal oben. Zeit zu klauen, Zeit zu klauen. Na toll. Na super. Ach so, in den oberen Schubladen. Cabinets, nicht oben. Natürlich. Ja, okay. Okay. Ah, Schraubenzieher. Alles klar. Great. Now the nippers. They hang on a stand on the wall. Jetzt der Schneider. Die hängen irgendwo an der Wand. Ah ja, da. Da sehe ich es schon. Das sieht doch gut aus. Kabelschneider. Zack. Pliers. Mein früherer Plier ist kaputt gegangen. Ich hoffe, dass dieses Ding. Okay. I set up a training fuse box to the right of the gate. It's almost a perfect copy of a real alarm system. And now you're gonna turn it off. Okay, rechts. Aha, okay. Er hat quasi für uns eine Alarmbox nachgebaut und wir sollen jetzt entschärfen. There it is, my masterpiece. Move the bolts and open it. I need to see what's inside on the camera. Okay. Wait a second. I have a problem with the picture. Aha, here it is. Grab the cutters and carefully cut the blue wire. Don't touch the white one. Do you get it? I'll repeat. Cut the blue wire. Okay, den blauen Draht durchschneiden. So you can follow basic instructions. Congratulations. Ich frag mich jetzt, was... Okay, now we are ready. It's time to move. Get into your car and I'll tell you where to go. Okay. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir jetzt den weißen durchgeschnitten hätten. Gar nichts. Egal, okay, wir sollen ins Auto und wir sind bereit, unseren Job zu machen. Be prepared erhalten. Okay, House on the Hill. Jetzt kommen wir ins richtige Haus und ich bin schon gespannt. Ich hoffe, es wird gruselig.
Oh ja, hallo. Willkommen im Hill House. Niemand da. Nice place, don't you think? If I were rich, I'd live here too. Schöner Ort, glaubst du nicht auch? Wenn ich reich wäre, würde ich auch hier wohnen. Erstmal über den Teich latschen hier. Oh, wir haben ja eine Taschenlampe. Fällt auch gar nicht auf. Oh, guck mal hier. Können wir das Schloss durchschneiden oder so? Können wir nicht. Ich schätze mal, wir müssen irgendwo rein. Vielleicht hier an der Seite? Oh, schade. Wir können nicht springen und nicht rennen. Oder noch nicht. Da ist Licht. So ein trostloser Garten. Eine Lampe schon kaputt. Was steht hier? Gießkannen. Drei Gießkannen. Was muss man hier alles gießen? Na egal. Okay, weiter geht's. Viele Lampen sind hier scheinbar kaputt. Echt schade. Oder die sparen einfach Strom. Die Krise hat sie auch hart getroffen. Nur noch 1 Million verdienen im Monat. Hart, hart, hart. Okay, okay. Da ist der Haupteingang. Ist bestimmt immer schlau in den Haupteingang. Right next to you, you'll find a fuse box. This is the alarm system. Ah, ja. Geht zum Eingang. Rechts daneben ist so eine Sicherungskasten. Das ist das Alarmsystem. Ich gucke mich hier erst noch mal ein bisschen um. So ein ganz kleines bisschen. We have an electronic lock here. The system is a bit more complicated than our training fuse box, but the base principle is the same. Just cut the blue wire and you can go in. Okay. Das System ist ein bisschen komplizierter als unser Trainingsgerät, aber wir müssen einfach nur das blaue Kabel durchschneiden und wir können reingehen. Wunderbar. Wenn Einbrechen so einfach wäre, dann sollte man sich besser nicht so ein Alarmsystem holen. Okay, blauer Draht. Da ist kein blauer Draht. Rot, weiß, grün, gelb. Bin ich blind? Okay, warte mal. Grün und blau. Da müssen wir vielleicht grün durchschneiden, hä? Ich versuch's mal mit grün. Blue wire! Blue! Cut everything! Okay. Good. I checked the line. There was no signal to the police. Move on. Schön. Gut. Okay. Door is open. Get in. Aber da war kein blaues Kabel. Der verarscht mich voll. Oder seht ihr ein blaues Kabel? Das ist doch gelb, grün, weiß und rot. Das war wahrscheinlich der Trick. Okay. Wahrscheinlich hätten wir das Gelbe durchschneiden müssen. Okay. Oh, sieht ja schon nice aus hier, ne? Richtig belebt. Chuck ist auch da. Schuhe stehen da noch rum. Fenster kriegen wir nicht auf. Noch ein Chuck. Oh, ein schöner alter Schrank. Okay, wir sind drin. Sehr antik eingerichtet alles. You enter, you take what we need and then you leave. This thing is on the ground floor inside the office. Move quietly, be careful and no one will ever know that you were here. First, find the kitchen. If my blueprints are correct, you need to go through it to get to the office. Okay. Das Büro ist auf der untersten Ebene, da müssen wir rein, rein und raus, so schnell wie es geht und wir müssen die Küche finden, dann geht's zum Office. Und niemand wird merken, dass wir hier waren. Na, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, Leute. Hinein. Es war ein ganz schön altes Haus, wa? The former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just kidding. Okay. Die Vorfahren von dem Bewohner und das Kind sieht aus wie unsers. Vielleicht hatte die Frau ja ein Techtel. Nee, unsere Frau ja ein Techtelmechtel mit ihm. Hahaha, war nur ein Witz. Okay, das ist ein Foto von einer jungen Familie. Der Ehemann sieht sehr tense aus. Sieht so aus, als ob. Achso, sehr, sehr dominant vielleicht. Sieht so aus, als ob die Frau vor allem Angst hat. Whatever. Da ist zu. Schön alte Zeitungen sammeln hier im Flur. Noch ein Chuck. Oh. Warum zum Teufel brennt da Feuer? Ah, look at the right. There's a light behind the door.
We should probably go there. Dieses Haus ist mir nicht suspekt. Ich meine, überall sind Lichter an. Feuer ist an. Komische Bilder an der Wand. Hier ist noch ein frischer Kaffee und Obst. Das ist doch alles bewohnt hier, oder nicht? Vielleicht dann nur mal kurz Zigaretten kaufen. Wie spät ist eigentlich? 10 nach 10. Okay. Ich will mal gucken, was hier so ist. Ah, da kommen wir anscheinend auch zur Küche. Kommen wir irgendwie oben hin? Nee. Machen wir es mal so, wie das Spiel will und gucken, was uns passieren wird. Hier ist die Küche. Auch hier sieht noch alles. Notice that there's not a single knife in this kitchen. The man is too paranoid. Is he afraid that someone will get inside and kill him while he sleeps? Well, you are here, but anyway, he needs to lose some steam. Go to the dining room and after it you'll find a corridor. Okay. Ist dir aufgefallen, dass hier nicht ein einziges Messer in der Küche gibt? Wahrscheinlich hat der Hausbewohner... Ja, hier. Wahrscheinlich hat der Hausbewohner Angst, dass... Oh. Jemand nachts einbrechen könnte und ihn im Schlaf erstechen. Okay, wir sollen in den Flur reingehen und dann ins Esszimmer. Aber hier sind Flecken dran. Das ist merkwürdig. Mir wird doch nicht etwa ein Mord angeheizt? Heizt? Mhm. Ein Rezept, um Sachen zu bauen. Das ist seltsam. Der Besitzer des Hauses hat eine Menge Baumaterialien gekauft und hat die Bestellung mit einem Pseudonym unterschrieben. Mit einem Pseudonym. Können wir sehen, was er gekauft hat? Swiel Doppelbar, 400 irgendwas. Ich kann es nicht lesen. Akustikdeck, keine Ahnung. Baumaterialien. Können wir sonst was machen? Hat er noch was im Kü... Well, shit. Okay, it's okay. He probably just likes to make sausages or something like that. The owner is a hunter, so it's okay. Okay, vielleicht macht der Besitzer einfach nur gerne Würstchen. Er ist ein Jäger, also es wird schon okay sein. Okay, ich weiß nicht. Das ist wohl eher ein Gang. Ich gucke aber mal hier eben, was hier so ist. Ja, das ist aber eher das Esszimmer. Dann gucken wir mal hier. Uns läuft ja nichts weg, nicht wahr? Wir haben ja Zeit. Okay, da geht's hoch. Well, this is strange. But we don't need to go there, so forget it. Das ist seltsam, aber wir müssen nicht da rein. Also vergiss es einfach. Geh zum Flur. Du sollst fast da sein. Silent Hill hier ins Spa. Okay, das ist noch gleich. Ich dachte, hier hätte sich was verändert. Ah, ist cool. Es gefällt mir. Sehr creepy. Ja, yeah, the owner probably forgot to clean before leaving. Move. We must hurry. Ja, der Besitzer hat wahrscheinlich einfach vergessen aufzuräumen, bevor er gegangen ist. Beweg dich, wir müssen uns beeilen. Hundi. Er raucht Pfeife. Was liegt da so? Menschliche Anatomie. Oh. Wenigstens Chuck geht's gut. Okay. Der Teller stand bestimmt nicht richtig auf dem Regal. Ist bestimmt einfach nur runtergefallen. Kein Grund zur Panik. Wir sind fast da. Good. Look for a study. Inside you'll find a safe. Focus on that. Okay, such nach einem Arbeitszimmer. Da drin ist ein Safe. Fokussiere dich darauf. Okay, das ist... Unattended fire. I guess that sooner or later, this home is gonna burn. Unbewachtes Feuer. Ich schätze, früher oder später wird das Haus einfach abbrennen. Look at this shit. They have a VCR with a power cord that goes through the wall. Couldn't they make a normal socket? Wait. This is not a power cord. It's something else. Okay. Guck mal, ein normaler Fernseher mit einem Videorekorder und das Kabel geht einfach so an der Wand entlang. Hätten sie das nicht unterirdisch legen können? Moment, das ist kein Stromkabel, das ist irgendwas anderes.
Ich höre Klavier. Es ist bestimmt nur ein Radio. Holla du die Ladio? Wait! No. It's alright. Warte, nein, ist schon alles okay. Oh, okay, hier geht das Kabel wieder her. Das ist ja interessant. Do you hear music? Where is it coming from? Hörst du die Musik? Wo kommt sie her? Bedroom. Look around. Maybe you'll find something useful. Schlafzimmer, sieh dich um. Vielleicht findest du ja was Nützliches. Die kommt hier nebenan. Erstmal so ein Wolfsfell hier vorm Bett, ey. Das. The cleaning lady has probably left it working. Okay. Die Putzfrau hat es wahrscheinlich einfach angelassen. Okay, was Nützliches hier ist? Was? Ah, guck mal hier. Ein Ring. Either she left him or just disappeared. I can't really remember. Ring looks cheap. Okay. Der Ring der Ehefrau. Entweder hat sie ihn verlassen oder sie hat ihn einfach vergessen. Hm. Der Hochzeitsring der Frau in einer Box. Sieht verstaubt aus. Vielleicht hat sie ihn eine Zeit lang nicht mehr getragen. Hier, nimm den doch mit. Kann ich den mir nicht mitnehmen? Ich kann es nicht mitnehmen. Ich würde den Ring mitnehmen. A toilet. Didn't I tell you to do your business before work? By the way, I'll be right back. Toilette, habe ich dir nicht gesagt, dein Geschäft vor der Arbeit zu erledigen? Übrigens, ich bin gleich zurück. Ein Schlüssel. Ah ja, ein Schlüssel zum Storage Room, was ist das? Okay, diese Medizin sollte das Atmen einfacher machen für den Fall, dass die Lungenfunktion eingeschränkt ist. Der Schrank ist voll mit leeren Schachteln. Und da ist das Licht geplatzt. Ist bestimmt nicht schlimm. Ein Schlüssel für den Storage Room. Okay, das ist irgendwie damit verbunden und geht dann erst auf. So, jetzt müssten wir vielleicht ein Video abspielen, um durch die Tür zu kommen. Hallo! Wer bist du denn? Nur ein Rabe. Okay, der Schlüssel müsste für eins dieser Türen sein. Das war dieser TV-Room. Okay, vielleicht für diese Tür hier nebenan. Ah ja, wer hätte das gedacht? Vorratsraum, aber ein Arbeitszimmer habe ich immer noch nicht gefunden. Oh, eine Videokassette. Eine alte Kassette. Ich glaube, da ist etwas drauf. Aber die Schrift darauf ist so verschmiert, um zu wissen, was es ist. Nehmen wir mit. VHS-Kassette wurde zum Inventar hinzugefügt. Calm down. It's just me. Your friendly inner voice. What's up? Why is everything dark? Er hat uns erschreckt, hat gesagt, ich bin nicht deine freundliche innere Stimme. So, was geht ab und warum ist alles dunkel? Schade, dass wir ihm nicht antworten können. Okay, ja, wir packen die Kassette rein. Das ist genauso wie bei einem anderen Spiel. Ah ja. Das ist der Gang von gerade. Das ist sehr seltsam. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl. Oh, das Spiel ist cool. Gefällt mir bisher sehr gut. Okay. Ob jetzt wohl die Tür auf ist?
Sieht so aus. Oh, das Arbeitszimmer. Wir haben es endlich gefunden. Here is a study. Now you need to find a safe. Okay, hier ist das Arbeitszimmer. Jetzt müssen wir ein Safe finden. Oh, das ist ja ein krasser Schädel. Und das auch. Oh, okay. Und eine krasse Statue und ein Fuchs. Ach, der arme Fuchs. Warum stellt man sich nur einen Fuchs dahin? So, ich vermute mal, der Safe ist in diesem Schrank oder so. Keine Ahnung. Weil meistens ist er hinter einem Bild. Hier ist doch ein Bild. Ah ja. Yes, here is where our trinket lies. Open the safe, grab it and you can go home. Aber wie ist die Kombination? Eine kleine Nachricht in einem billigen Rahmen. Sieht nicht wie Nachrichten aus. Was? Sieht wie Nachrichten aus, die mein Vater geschrieben hat, als er anfing mit Alzheimer. Keep repeating to not forget. We've been married for 7 years. I've served 4 of them. When I returned, she destroyed everything in 3 months. And I was left alone. Family of one. Okay. Immer wieder wiederholen, damit du es nicht vergisst. Recently, so the owner probably couldn't remember the code. Look around. Maybe he stored it somewhere. Okay. Guck mal, ob der Code irgendwo ist. Ja, ich denke mal, hier schon. Also, wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Ich habe 4 Jahre davon gedient. Als ich zurückkam, hat sie alles in 3 Monaten zerstört und ich wurde allein gelassen. Eine Familie von einer Person. Okay, ich schätze mal, das ist der Code. Aha, ein ehemaliger Soldat. Okay, ehemaliger Soldat. Ich habe gehört, er kam zurück und sein ganzes Gesicht wurde von verätzt oder so. Deswegen hat seine Frau ihn vielleicht verlassen. Wir werden die Medaille nicht nehmen. Okay, ein Award for Distinguished Service, also ehemaliger. Ja. Ich frage mich, weswegen sie ihm die Medaille verliehen haben. Okay, also wie war es? 7, 4, 3, 1. Oh. Nice. Now grab this trinket and we can leave. Okay. Hol das und wir können abhauen. Ah ja, Trinket. Oh. Was für ein Juwel. Alles klar. Juwel, das Herz des Nebels. Er ist sehr teuer. Falls ich es verkaufen kann, sind all unsere Probleme weg. E für Interact oder Take. Okay. Das Herz des Nebels ist jetzt in deinem Inventar. Alles klar. Dann ich zieh weg. Lass mich raten. Jetzt geht es los. Habe ich die Tür so angelehnt gelassen? What? What's happening? Hold your breath and look for a way out. Halt deine Luft an und sieh, guck, Come dass on. Du rauskommst. There must be another way out. Es muss ein anderer Weg raus sein. Kamin? Don't breathe. Leave now. Ich hänge fest. Maybe I don't know. Keep looking. Okay, ich warte jetzt einfach mal. Guck mal, was passiert. Wardrobe, move the wardrobe. There's a passage here. Ach, bewegen. Leave bewegen, now. Bewegen, bewegen. Ach, wir müssen schieben. Jetzt verstehe ich. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Easy, easy. Is everything okay? Did you get it? There seems to be no gas here. Good. What was that? Ich habe auch keine Ahnung, warum das Gas nicht in diesen Geheimraum kommt. Okay, raus mit dir. Ich meine, die Tür ist auf, ne? Normalerweise müsste das Gas auch hier reinströmen, weil es ist Gas. Aber egal. I never thought it looked like this.
What's its purpose? I don't wanna know. Okay, ich weiß, es gab eine Erweiterung, aber was ist sein Grund? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Okay. Do not open the doors. Don't even come close to them. When all of it is over, I'll make an anonymous call to the police. Now all you need to think about is how to get out. Okay, öffne nicht die Türen. Komm ihnen nicht zu nah. Denk nicht mal dran. Ich werde die Polizei rufen, wenn wir draußen sind. Stop it! Was machst du? Hör auf damit. Wait. It could be a way out. Open the box. Let's see if we can open the door. Okay. Öffne die Tür und guck, ob wir die Box und guck, ob wir die Tür damit öffnen können. Don't move. Let me see. The fuses are down. Okay. Not a big deal. This model uses standard fuses, so he made this extension by himself, right? Somewhere here should be an electrical fuse box. You need to find it and take the fuses. Yes, that should work. Okay, hat selber gebaut. Das sind Standardsicherungen. Irgendwo hier muss eine Kiste mit Sicherung rumliegen. Finde sie und dann nichts wie raus. Ich höre auch Hunde. Da nicht rein. Kiste mit Sicherung, Kiste mit Sicherung. Oh! Das ist ein kleiner Privatvorrat an Fleisch. Und dann sag noch einmal, andere Leute horten Klopapier, du. Er hortet hier Kühe. Okay, wir kommen zum Werkraum. Ah. Sehr gut. Da sind die Box, ist die Box. Hol die Sicherung raus. Eine? Eine reicht scheinbar. Everything is fine, don't worry. Just go to the door, insert the fuse into the panel and get out of here. Alles ist gut. Geh einfach zurück zur Tür, tu die Sicherung rein und raus hier. Okay, alles ist fein. Wir gehen zur Box, tun die Sicherung rein und raus hier. Alles ist gut. Wir tun die Sicherung rein und raus hier. Okay. Oh, hier geht's weiter, so wie es aussieht. Now, we must look for a way out, and... Oh. Hey, are you okay? Listen to my voice. We must get out. Wir müssen hier raus. Okay, okay. Oh, shit! Run, run, run! Lauf, lauf, lauf! Das Gas macht schwummerig. Go through that door, fast. Durch die Tür, schnell. No, back, 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 back. Zurück, zurück. Oh. Are you okay? Move. You must go. Beweg dich. Oh, oh, oh. Be quiet. Quiet. Hab das Spielzimmer entdeckt. Da können wir raus. Okay, Leute. Scheiße, ja. Wir müssen doch mal irgendwann hier rauskommen. Was ist das für ein Haus, ey? Close the door. The bolt on the door. Mach die Tür zu. Oh! Oh!
Okay. Ah. Ja, eine Gasmaske, wie soll das helfen? Okay. Das erste Mal zählt nicht. Okay. Wer die Tür den Riegel vorschieben müssen. Scheiße, das machen wir jetzt. Loading. Ah, sieht schon krass aus. Are you okay? Move! You must go! Be quiet! Fuck! Achso, hier war das mit dem. Ja, ja, ja. Close the door! The bolt on the door! Fucking pipe! They're almost. I have an idea! Close the valves! Hurry up! Noch mehr? Er hat doch eine Gasmaske auf. Okay. Keine Ahnung, warum das explodiert ist. Egal. Are you okay? Thank God. Well, shit. Okay. Time to get out. Bist du okay? Gut, Zeit hier rauszugehen. Kletter aus dem Fenster. Ja, ich weiß nicht, warum er da liegt. Egal. Können wir hier schieben? Klar, mit ihm! Er hält uns eh fest. Geschafft. Geschafft. Wir sind draußen. Wow. Okay. Okay. Yeah. Scent of meat. The kitchen wasn't a safe path. We probably could take the other path. Die Küche war nicht der sichere Pfad. Vielleicht können wir den anderen Pfad nehmen. Okay. Ach, hier ist mal, wenn wir es spielen, ist das ein anderer Pfad. Hey, hey, do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful. You only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. Okay, wir starten jetzt wieder neu, aber einen anderen Durchlauf. Wir müssen was anderes finden. Das ist ja cool. Okay, ah, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wenn euch das Spiel gefällt, lasst bitte einen Daumen nach oben auf dem Video. Und wenn ihr mehr wollt, dann schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich finde es jedenfalls ziemlich cool. Ich mache auf jeden Fall noch eine Folge. Und wir gucken mal, was dann der zweite Durchlauf bringt. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Joey. Hey, ich bin Joey. Willkommen zurück zu House on the Hill. In der letzten Folge haben wir das Spielprinzip kennengelernt von diesem Horrorgame. Wir müssen einbrechen in ein Haus, müssen etwas beschaffen und dann passieren komische Dinge und kein Durchlauf soll wie der andere sein. Deswegen, diesmal müssen wir auch was anderes machen. Wir müssen ins Schlafzimmer gehen und müssen da etwas klauen. Aber wir starten natürlich wieder hier und ich bin schon gespannt. Es soll wohl auch andere Geister geben in jedem Durchlauf. Und das Spiel ist immer noch Early Access. Falls ihr die erste... Oh, jetzt versteckt er einfach nur den Schlüssel in den Eingang. Ja, also falls ihr die erste Folge verpasst habt, solltet ihr die unbedingt nachholen. War wirklich interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. So, der Hausbesitzer versteckt irgendwo seinen Schlüssel. Unter der Türmatte. Möglicherweise, tatsächlich, da ist der Schlüssel. Mensch, das war ja einfach. Er sollte es besser verstecken. Gut, gehen wir wieder rein. Wir haben natürlich wieder unsere freundliche Stimme im Ohr, die uns weiterhilft. Und hier sieht noch alles aus wie beim ersten Durchlauf. Fenster immer noch zu. Und ihr habt eure freundliche Stimme im Ohr, nämlich mich. Und wir schauen jetzt mal, ob sich hier irgendwas verändert hat.
Okay, wir müssen in den ersten Stock und wir sollen nach den The former family of our bachelor. Treppen suchen. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just kidding. Okay. Hier sieht immer noch alles so aus wie beim ersten Mal und den Witz mit dem wow. Spruch hat er schon mal gebracht. Fit in here. Or the whole of yours. You can even see the second floor. Okay. Moving on. You must find the stairs. Du musst die Treppe finden. Ist diese komische Tür immer noch hier? This looks like a fake to me. Let's move. We came for a different thing. Das ist das, was wir in dem ersten Part geklaut haben. Er sagt, sieht aus wie fake. Okay. This is strange. But we don't need to go there, so forget it. Ah, hier ist die Treppe. Da mussten wir da rein. Moment, am Anfang war noch eine Tür. Ich wollte mal eben gucken, ob wir da auch reinkommen. Da waren irgendwie so Diamanten drauf oder so. Wir können leider nicht rennen. Noch nicht. Diese hier. Ich weiß gar nicht, ob die im ersten Durchlauf da war. Okay, da kommen wir aber nicht rein. Dann gehen wir mal zur Treppe und gucken, ob wir irgendwie da hochkommen. Er muss seine Frau wirklich geliebt haben, dass er so viele Bilder von ihr hier platziert hat. Die seltsame Tür mit den Ketten ist immer noch da, die Resident Evil 4 Tür. Mal gucken. Also ich vermute mal, wir müssen Dinge klauen, die sich dann hier vielleicht sammeln und dann geht diese Tür auf. Möglicherweise. Wäre so eine Idee. Oh, da geht's auch in den Keller. Oh, gut. Gut, sehr gut. Aber hier kommen wir jetzt nicht in die Küche. Hier ist wahrscheinlich zu. Doch, wir kommen hier rein. Sehr interessant. There's nothing interesting here. Leave it. Okay, wir dürfen nicht da rein. Wir wurden automatisch umgedreht. Dann machen wir das halt hierher. Hier hoch. Okay. Treppe rauf. So, we need to... Necklace. It belongs to an ex-wife of the... Start from the bedroom. Shit. Where's this static coming from? Okay, wir suchen nach einer Halskette. Guck mal, ist voll creepy hier. Okay. Fangen wir an im Schlafzimmer von der Ehefrau. Oh Gott. Warum leuchten die Augen? Hallo. Ich fühle mich beobachtet. Okay, ab jetzt ist alles neu. Hat sie vielleicht gemalt? Was ist das, ein Puppenarm? Puh, nur ein Ständer. Ich habe nur einen Ständer. Okay. Die Türklinke ist nur aufgemalt, aber möglicherweise müssen wir das ein Bild auf den Ständer tun. Oder, warte mal, hier sind so Puppenarme. Ein leeres Bild. Möglicherweise können wir hier irgendwie was machen. Wie kommen wir da rein? Licht ausmachen? Im Moment kann man hier gar nichts machen. Oh, hier. Looks antique. What do you think it's worth? Take a couple of shots. I want to see if it's working. Ah. Eine Instant-Kamera. Instant-Kamera. Also eine Polaroid-Kamera, die in einer funktioniert. Sie sind vor 10 Jahren out of fashion. Also, ja, hat keinen mehr interessiert. C, um die Kamera rauszuholen und C nochmal, um sie wegzuräumen. Drücke die linke Maustaste, um ein Bild zu machen. Ein unentwickeltes Foto. Wait, I didn't see it there. Or is it a glitch? Okay, let's move on. Jetzt ist die Türklinke da. Okay, die Mechaniken haben wir alle schon mal gesehen, irgendwie. Er wundert sich auch überhaupt nicht hier, ne? Unsere Stimme im Ohr. Hey, Chuck, alles gut.
Chuck bewacht meinen Rücken. Getrunken haben wir auch noch hier im Haus. You need to find and open the door to the master's bedroom. Okay, du musst die Tür finden und öffnen, die zum Hauptschlafzimmer führt. Hier ist es möglicherweise nicht. Vielleicht auf der ganz anderen... Oh, hallo. Wackelkopf, ey. Halleluja. Ich weiß gar nicht, ob wir im ersten Durchlauf solche paranormalen Events hatten. Wir sollten gut auf unseren Rücken aufpassen. Oh, da. Nee, da sind wir rausgekommen. Ich Idiot. Und überall weiße Bilder. Warum? Ich weiß auch nicht. Da sieht die Frau echt nett aus. Hat sie da hinten nicht noch böse geguckt? Hier lächelt sie. Okay. 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 Erstmal Tür zu, dann sind wir ungestört. Ja, er hat sie wirklich geliebt. Er hat sie wirklich geliebt. Was liegt hier? Sollte etwas auf diesem Tisch liegen. Eine Zeitung. Das ist eine Zeitung, die 6 Jahre alt ist. Einer der Artikel wurde mit einem Stift eingekreist. Es ist eine Nachricht über das Verschwinden eines berühmten Künstlers und einer berühmten Künstlerin und ihren Sohn. Der Name ist warum auch immer verschmiert. Ich kann es nicht lesen. Oh, hier liegt wieder was. Vielleicht wieder ein Tape oder so? Ah, wie cool. Okay, ich verstehe. Was hat immer mit diesen Tapes zu tun hier? Und da liegt das. This is not happening. This is insane. Ah, es geht. Ich bin ja sowas gewohnt, ne? Kassette rein, zack. Das ist exakt derselbe Videorekorder wie in, wie hieß das Spiel mal? Locked Up? Genau. A recognized artist and photographer and her son. The search continues. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. I have some connection problems here. Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. Okay, lass uns in den anderen. Er hat ein paar Verbindungsprobleme. Die Halskette sollte in einem der anderen Räume sein. Ich habe immer gesehen, die hat da hinten. Ich stand jetzt auf der. Oh Gott! Ja. Der Klassiker. Aber gut. Gut gekriegt diesmal. Okay. Da hinten hat sie die Tür aufgemacht. Ich sehe es schon. Mein Gott. Ich liebe dieses Spiel. Da können sie gerne mehr von machen. Und für 5 Euro echt okay, finde ich. Okay, da hinten ist die Tür. Hier ist sie. Boo. Ja, das sieht nach Schlafzimmer aus. Sehr gut, sehr gut. Die Heizkette müsste irgendwo hier sein. Tick-Tack. Sie hat anscheinend hier auch viele Fotos gemacht. Hier liegen ein paar Fotos rum. Ein Tagebuch, eine Flasche Wein. Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. Or he wanted to capture something specific. Hast du die Anzahl der Fotos gesehen, die hier rumliegen? Jemand hat sich wirklich für Fotografie interessiert oder er wollte etwas Spezielles fotografieren. Okay, mehr können wir, glaube ich, nicht aufheben. Die Halskette muss doch hier irgendwo sein. Wir kommen nicht hier raus. Oh, hier sind noch mehr Fotos.
Klick vorm Fenster. Der Kamin. Oh, da steht jemand im Eingang. Okay. Oh, ich mag den Spiegel nicht. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Spieglein an der Wand. Können wir hier noch irgendwas aufheben? Oh, ein Dachboden. Alles klar. Ein Dachboden. Wir müssen also irgendwie hier hoch. Möglicherweise. Ah, okay. Also zurück. Also ich würde sagen... Oh, da ist eine neue Tür. Aber war hier nicht? Kann man nicht raus. Und... Okay. Da ist die Tür. Oh, das ist die Tür, wo sie... Das war von hier fotografiert. Genau. Das war die Tür. Das ist das Badezimmer. Mal hier. Sedative. Eine sehr starke Droge. Die Beschreibung sagt, dass es gegen auftretende Aggressionen hilft. Es war für die Ehefrau verschrieben. Eine aggressive Ehefrau. Where is his bedroom or toys? There must be at least something. Ich weiß, dass sein Kind hier gelebt hat, aber... Besetzt. Okay. Ah, hat die Frau vielleicht ihren Mann betrogen oder hat es rausgefunden? Okay, er hat gesagt, er weiß, dass es hier Kinder gegeben haben muss. Wegen den Kinderzeichnungen, aber wir haben noch kein Kinderzimmer gefunden. Oh, du bist neu. Oder, irgendwelche Spielsachen. Oh Gott. There's something very strange going on here. Forget it. Forget the necklace. Just look for a way out. Okay, vergiss es. Hau einfach ab. Vielleicht hierher? You can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. Soll ich wirklich da drüber springen? Oh, ich will aber gar nicht. Ich mach's nicht. Sam, I have interference. I can't hear you. Ich habe Störungen, ich kann dich nicht hören. Okay, sie hat anscheinend Angst vor Blitzlichtern. Sie mag keine... Oh! Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Ah. Ein kurzer Besuch. Ja, grüezi. Ich hasse Puppen. Wieder einfach nichts drunter ist. Doch hier ist ein Bild. Ach so, wir hätten es vielleicht vorher abziehen müssen. Ah, okay. Verstehe. Oh Gott. Wo ist sie denn? Ach, da hinten.
Hallo. Picture! Do you hear me? Take a picture! Okay. Da ist die Dachbodenluke da oben. Wie einladend. Natürlich gehen wir jetzt auf den Dachboden. Krieg ich meine Taschenlampe wieder? Dankeschön. Hä? Funktioniert nicht mehr. Okay, drücke C, um die kaputte Kamera rauszuholen. Okay. Ah, sehr schön, sehr schön. Okay, es ist alles dunkel. Wir haben wieder hier Visage-Feeling und dürfen jetzt auf den Dachboden. Was ist noch hier oben? Gar nichts. Ist einfach nichts hier oben. Die hat das Kind mitgenommen. Oh nein, 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 nein. Ich kenne das. Cry of Fear, Leute. Der Anfang von Cry of Fear. Mit den Türen. Bereitet euch auf einen harten Jumpscare vor. Der Vater hat das Kind geschlagen. Das wird mich gleich so hart erwischen, wenn hier wirklich so einer kommt. Ja, ja, ja. Es ist genauso. Ich hab's gesagt. 1:1 der Anfang von Cry of Fear. Okay. Oh, ein Peekhole. In einem Nebenzimmer. Oh, ist das das Kinderzimmer? Komm nicht zurück. Das scheint das Kinderzimmer gewesen zu sein. Okay. Mit einer Zelle, alles klar. Ja, so kann man sein Kind natürlich auch festhalten. Okay, die Nachricht von einem Kind. Das Kind hat diese Nachricht geschrieben, als es allein im Dunkeln war. Sie hat es auf dem Dachboden gelassen und ist verhungert. Diese verrückte Schlampe. Vergib mir, Mutter. Ich werde nicht mehr weinen, niemals. Komm bitte zurück. Ich bin wirklich hungrig. Ich werde alles essen, was du kochst. Ich bin so müde. Mama, bitte verlass mich nicht. Ich möchte essen. Ich möchte essen. Essen. Mom liebt mich nicht mehr. Essen. Okay, das ist hart. Ja, so lecker Melone schneiden, ne? Im heißen Sommer. Das spritzt ganz schön. Ich glaube, jetzt dürfen wir hier durch. Okay. Kinderzimmer auf dem Dachboden. Und er hat sich noch gewundert, wo das Kinderzimmer ist. Können wir wieder runter? Wo ist die verdammte Heizkette? Die Lichter der Stadt. Wir sehen sie nur entfernt. Vielleicht ist sie irgendwo hier im Schreibtisch versteckt. So ein großer Dachboden. Bei mir wäre der voll mit Gerümpel. Okay, wir müssen da die Luke wieder runter. Hä? Oh, 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 oh.
Stirb, du Schlamper! Ha! Do you hear me? It seems that the connection is clear now. Okay, die Verbindung ist wieder da. What was that? Was war das? Darf ich jetzt meine Taschenlampe wieder benutzen? Funktioniert immer noch nicht. Oh! Ist das etwa die Halskette? Okay. Oh! That's why they didn't find her. Deswegen hat man sie nicht gefunden. Sie war hier eingesperrt. Aber wir haben ihre Halskette. Yay! Deswegen bin ich hergekommen, richtig? Okay. We found what we were looking for. You saw what you wanted. Ein Bild zur Erinnerung. You can leave, right? Wir können jetzt gehen, richtig? Das ist verdammt cool gemacht. Okay. Okay, ich frage mich echt. Also ich glaube, ich habe gesehen, es gibt so... Es gibt bisher 4 Stories, die man spielen kann. Was soll noch erweitert werden? Also, dass man quasi immer wieder neue Stories und neue Orte und neue Geister. Deswegen, ich bin gespannt. Das war ein weiterer Teil von House on the Hill. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Dann gibt es morgen schon den nächsten Part und den nächsten Durchlauf. Und ich bin gespannt, was wir diesmal klauen müssen und wem wir diesmal begegnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Shoei. Willkommen zurück zu House on the Hill. Das Spiel, das in jedem Durchlauf irgendwie anders ist. Und wir sind wieder hier aufgewacht. Die letzte Folge war super cool, fand ich. War richtig gruselig. Und falls ihr verpasst habt, könnt ihr gerne das letzte Video sehen. Die Playlist ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt machen wir einen weiteren Versuch und mal sehen, was wir diesmal stehlen müssen und welchem Geist wir in dem Hill House diesmal begegnen. Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Okay. Ja, prüf die Hauptfassade. Es muss ein kleines Fenster da sein. Kletter rein und ich sag dir, was wir als nächstes tun müssen. Ah, wahrscheinlich das hier, ne? Hier über den 50 Kilo Zement kommen wir gut rein. Ah ja. Sehr schön. Ist auch cool, dass wir jedes Mal anders reinkommen. So. Ein drittes Mal drin. You know what? I have a feeling that we should look into the basement. Ja, yeah, den Keller. Schicken wir ihn doch in den Keller. Ich liebe es. Einfach mal wieder in den Keller schicken. Da hatte ich jetzt auch Lust drauf. Diese geheimnisvolle Tür hier. Geht immer noch nicht auf. Okay, hier ist immer noch alles gleich. Hier hat sich nichts verändert. Dachboden haben wir hinter uns. The more you know about the world, the more clearly you see it's monstrous. Try to walk along the corridor. We need a descent down. Okay. Hab Angst vor Wissen, mein Freund. Je mehr du über die Welt weißt, umso mehr erkennst du die Monster darin. Geh weiter in den Keller. Den Keller haben wir das letzte Mal schon entdeckt. Und hier liegt jetzt der Stein. This looks like a fake to me. Sieht wie fake aus. We came for a different thing. Wir sind für was anderes hier. Do you ever think that necklaces look like collars? It's funny how easy it is to sell something bad if it's covered in gold. Wie er die jetzt schlecht redet. Ach, guck mal, die haben sich die Ketten entfernt. Wir müssen also 3 Sachen klauen, die jedes Mal entfernt sich eine Kette. Well, this is strange. But we don't need to go there, so forget it. Wir müssen da nicht hin. Vergiss. All answers are waiting for you in the basement. We need to go down. Alle Antworten warten auf dich im Keller. Wir müssen runtergehen. Oh ja, der Keller. Mal sehen. Do you hear noise or is it just me? I need to change the headphones. Okay, hörst du Geräusche oder bin ich es? Ich muss die Kopfhörer wechseln. Fängt ja gut an. Okay, das ist ein geheimnisvoller Keller. Gibt es hier irgendwas zu entdecken?
Im Keller war es auch mal heller. Move this thing aside. Why did they even put it here? Schieb das Ding zur Seite. Warum ist das überhaupt dahingestellt? Okay, Mechaniken bisher ziemlich gleich von allen Episoden. Knife stored somewhere here. At least it is according to our client. You'll know it when you see it. Okay. Es ist ein seltenes Messer hier unten. Zumindest sagt das unser Klient. Du wirst es bemerken, wenn du es siehst. Hier unten in diesem Keller ist dieses Messer bestimmt sehr sicher. Ich meine, die ganzen Schätze sind von Geistern bewacht. Das ist bestimmt okay. Oh! What the fuck? Wir hatten hier gewohnt. Bunks? Why would someone need to leave bunks under a mansion? Is that an immigrant hideout or what? Okay. Warum sollte jemand sowas unter einer Villa verstecken? Ist das irgendwie, werden hier Immigranten versteckt oder was ist das? Ein altes Tagebuch. Das ist ein Fragment von einem dreckigen Tagebuch. Es sind einige ovale Spots auf dem Papier. Es sieht so aus, als ob jemand drauf geweint hätte. Es ist so seltsam. In letzter Zeit habe ich nur einen Traum. Mein Junge ist wieder bei mir. Wir gehen durch eine Höhle aus blauem Stein und wir reden einfach nur über alles. Mein Doktor denkt, dass das vielleicht ausgelöst wurde durch meine Unfähigkeit, mit seinem Departure, heißt glaube ich Sterben, mit seinem Verlust umzugehen. Er hat recht. Natürlich kann ich das nicht bestreiten oder bestätigen. Mein Sohn ist weg. Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich schlafe, dass meine Träume im ersten Stock klarer werden. Ich frage mich, was passiert, wenn ich versuche, im Keller zu schlafen. Okay. Je tiefer ich gehe, umso klarer werden meine Träume. Mein Junge ruft mich. Ich kann ihn zurückbringen. Ich muss nur verstehen, was er versucht, mir zu sagen. Okay, ist das vielleicht wieder die Mutter? Geht es jetzt um den Jungen? Hm. Ein Schachraum. Wie nett. Da müssen wir irgendwas einsetzen, schätze ich. These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. Diese Schachfiguren sehen seltsam aus. Vielleicht kannst du sie benutzen. Okay, müssen wir da vielleicht eine reinstecken? Aber welche? Welche Figur? Vielleicht... verstehe. Pass auf, hier. Turm? Hier sind wahrscheinlich vier Bilder. Turm. Der Turm in den Turm. Der Springer zum Pferd. Die Dame. Ist das der König? Dann ist das der König. Der König zum König. Ich erinnere mich an Resident Evil 2 Remake. Und die Dame zur Dame. Nice. Ein geheimes Versteck. Are you waiting? The door is open. Move. Worauf wartest du? Die Tür ist auf. Beweg dich. Habe ich gerade seltsame Geräusche aus dieser mysteriösen Höhle unter diesem Horrorhaus gehört? Sollen wir da wirklich reingehen? Na, wenigstens funktioniert unsere Taschenlampe noch. Nein. Is that a cave? It's all fine. Okay, let's move on. Ist das eine Höhle? Ich sehe Dinge. Okay, ist alles okay. I don't feel well. Do you hear the whisper? This noise. What are we doing here?
Ich fühle mich nicht gut. Hörst du das Flüstern, diese Geräusche? Was machen wir nur hier? Okay, es sieht sehr, sehr alienmäßig aus, diese Höhle. Sieht nicht natürlich aus, sondern als ob irgendein Ding diese Höhle gegraben hätte. Ich erinnere mich jetzt. Wir sind sane Leute, right? Wir haben ein Ziel. Wir wollen verstehen, wer uns spricht. Wer ist wirklich all diese Linien sagt? Das ist eine natürliche Curiosität. Es gibt nichts Ungewöhnliches. Ich erinnere mich, wir sind vernünftige Leute oder voll Leute bei Verstand. Wir wollen herausfinden, wer das sagt, wer mit uns redet. Hear a female voice. She wanted to get her son back. She was lied to. Ich höre eine weibliche Stimme. Sie wollte ihren Sohn zurückbekommen. Sie wurde angelogen. What the fuck? This place cannot exist. Do you hear me? This place is... This place is very important. I want to tell you something. I just can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. Losing. Did I want to say something? Er dreht komplett durch. Er sagt, dieser Ort kann nicht existieren. Das ist Wahnsinn. Dieser Ort ist sehr wichtig. Ich wollte dir eine wichtige Sache sagen, aber ich hab's vergessen. Vergessen. Okay, ein sehr wichtiger Ort. Oh, ist schon so ein bisschen Amnesia-like hier, ne? Wirklich cool gemacht. Können wir irgendwas machen? Wie immer so Schädel im Regal stehen. Sehr interessant. Wer hat denn sowas? Okay, da können wir nicht durch. Liegt hier irgendwas auf dem Tisch? Da geht's weiter. Ein gemütliches Feuer. Und die Sachen sehen irgendwie so aus, als ob sie nicht dahin gehören. Okay. BDSM-Spielzeug. Sehr gut. Who lights these candles? Is anyone here? Das frage ich mich auch immer. Wer macht diese Kerzen an? Ist irgendjemand hier? Vielleicht finden wir es heraus. Okay, wir müssen diese Gänge lang. Oh, das ist sehr, 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 sehr groß hier. Aber definitiv Amnesia-mäßig. Ist wahrscheinlich auch der Hinweis, er vergisst ja was. Es ist so geil. Also es sind wirkliche Horrorfans, diese Leute. Die haben wirklich gute Sachen eingebaut. Auch dieses, ja, das ist Amnesia. Das ist cool. Das ist cool. Bones. They belong to those who built this place. And those who came here later. Knochen. Sie gehören denen, die diesen Ort gebaut haben und die später kamen. Ist hier vielleicht der Graf drin? Der Graf, der ein bisschen zu viel getrunken hat letzte Nacht. Nur der Wind. Oder die Katze. Follow the blood, they said. Machen wir das mal. Oh, oh, oh. Ein Rad. Ein rostiges Stück Metall. Es ist sehr schwer. Nehmen wir es doch dann einfach mit. Wenn es sehr schwer ist. Warum nicht? Ich hänge es mir als Kette um den Hals. Okay. Eine herausgerissene Seite aus einem Stück Papiers.
Es wurde von einem Tagebuch oder einem Notebook rausgerissen. Okay, ich habe diesen Ort gefunden. Und es hat alles, um ihn zurückzubringen. Wenigstens zeitweise. Alle Teile sind an seinem Ort. Aber ich habe es schon seit Monaten versucht. Und alles für nichts. Goats, Rams and Pigs. Wir haben noch mehr Dutzende von Tieren geschlachtet und nichts hat funktioniert. Herz, Hirn und Leber. Ich muss ein anderes Opfer finden, eine Spende quasi. Vielleicht wird mein Herz genug sein. Okay. Wo müssen wir denn dieses Rad anbringen? Vielleicht wieder zurück? Ehrlich gesagt, nichts gesehen, so auf dem Weg hierhin, wo wir dieses Rad hätten anbringen können. Aber wir schauen mal. Da haben wir aber Glück gehabt, wie? Okay, wenn dieses Event schon programmiert wurde, dann sollten wir das nutzen. Dann sind wir sicherlich auf dem richtigen Weg. Vermutlich. Hier sieht es doch irgendwie aus wie so eine versteckte Tür. Ach, hier. So. Das wird der Weg sein. Hoffen wir mal, der Graf ist nicht auf unseren Fersen. This is a quiet spot. There is a lot of room to rest. Das ist ein ruhiger Ort. Gibt es viel Platz, um Pause zu machen. Oder sich zu erholen. Oh. Den goldenen Michel gefunden hier. Ist das ein Seemann? Er zeigt auf etwas. Er zeigt da hoch. In die Ecke. Hier hin in die Richtung. Da sehe ich aber nichts. Noch mehr Knochen. That's what we are looking for. Pull the lever. Das ist das, wonach wir suchen. Zieh den Hebel. I can't focus. I hear something constantly. There's someone here. Go back. Now! Ich kann mich nicht fokussieren. He will come for me. Geht zurück. He is here. Waiting for you. You must. This is his cocoon. Parents had been waiting for their son, but he came instead. Das ist sein Kokon. Die Eltern haben gewartet, dass der Sohn zurückkommt, aber es kam stattdessen. Oder er. Okay, nice. Was genau suchen wir denn nochmal? Ein Knife, ne? Ein Dagger. Das da vielleicht? Oh ja, ah ja. Nimm es doch. He is thirsty. Er ist durstig. Okay, Ritual und Heart and the liver. They were his birthday present. They keep him here. Exactly. They keep him here. I know what to do. Herz und Leber. Es war sein Geburtstagsgeschenk. Sie halten ihn hier. Sie halten ihn hier. Ich weiß, was zu tun ist. Okay, Ritual Dolch. Dieses alte und serrated Messer zittert in meiner Hand. Die Klinge ist warm. Okay. Dann müssen wir was opfern, ne? Heart und Liver. Herz und Leber.
und Hirn. Letztendlich nur ein Schlüssel. Da kann man nicht hoch. Okay. Haben wir jetzt immer noch den Dolch im Inventar? Haben wir noch. Ja, alles gut. This is his liver. Do you want to get out? Get rid of it. Das ist eine Leber. Wenn du raus willst, wird das Ding los. Zack. He is here. Oh. Alles klar. Alles klar. Faster! On the other side. Schneller, schneller. Herz. Hirn. Okay, okay. Wir haben es erledigt. Soweit. Mal sehen, ob es wiederkommt. Okay, da oben sieht es auch aus wie so ein Altar oder so, als ob wir da das letzte Stück finden. Also Leber und Hirn haben wir schon ermordet. Steck es schneller. Scheiße. Alles klar. Nicht so gut. Aber wir haben einen Safe Point. Wir müssen wahrscheinlich die eine Richtung hoch und dann wieder runter. Das schaffst du. Haha! Weg mit dir in eine andere Dimension! Wir haben versucht zu krabbeln. Ciao! Mein Kopf wird klarer, ich verstehe jetzt. Er braucht ein neues Herz. Ich musste etwas tun. Hat er mich jetzt geopfert? Flüster aus einer anderen Welt. Ich frage mich, ob er das wirklich aufzeichnet. Oder ob das irgendwas vorher aufgenommenes ist. Interessant, interessant. Okay, das war ein weiterer Part von House on the Hill. Wir nähern uns so langsam dem Ende, schätze ich. Doch das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst einen Daumen nach oben auf dem Video, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von House on the Hill. Und ich denke, es ist dann auch der letzte. Weil, soweit ich weiß, gibt es jetzt in der Early Access 4 Durchläufe. Und das wäre der 4. Und ich denke mal, wir müssen dann in die Tür mit den Ketten rein. Also seid dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Haut rein, Leute. Ciao. Hey, ich bin Shoy. Willkommen zurück zu House on the Hill. Im 4. Anlauf jetzt. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wie ihr wisst, ist hier jeder Anlauf anders. Und das ist jetzt auch der 4. Versuch, etwas in diesem Haus zu klauen. Der 4. und letzte. Erstmal, weil das Spiel ist noch Early Access. Und ja, es wird vermutlich demnächst auch noch mehrere Nächte geben und mehrere Variationen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickeln wird, weil die letzten drei... Wir haben ein elektronisches Lock hier. Das System ist ein bisschen mehr... Oh. Tam... Well... Wir müssen es anyway. At least we must try. Get in. Was wollte ich sagen? Ja, die waren relativ großartig, wie ich fand. Also das Spiel hat viel Potenzial. Bin sehr gespannt, auch wenn es vielleicht ein bisschen Standard-Horror-Kost ist, aber dafür immer schön in kleinen Häppchen immer wieder. Das hat gut funktioniert. Warum? Die Tür ist einfach auf. Willst du mich verarschen?
Hier ist gar keine Tür drin. Okay. Gehen wir mal rein. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Wenn meine Theorie stimmt, dann müsste jetzt diese merkwürdige Tür mit den Gittern auf sein. Chuck sitzt da einfach so, als ob nichts wäre. Da sind wir wieder. Home sweet home. Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. Das hat er schon mal gesagt, aber bei einem anderen Feuer. Oh, ich glaube, die Nacht 4 ist noch nicht ganz fertig. Ich habe Angst. So. Wie schon bei den letzten Malen sollten wir hier unsere... Did you manage to open it? Good. But are you sure that you want to go in there? Okay, du hast es geschafft, es aufzukriegen, aber bist du sicher, dass du da rein willst? Wir haben hier ein paar unsere Errungenschaften. Let's move. We came for a different thing. Genau, das Herz des Nebels, was wir im ersten Anlauf hatten. Dann im zweiten Anlauf die Halskette der Herrin. Do you think that necklaces look like collars? Ja. It's funny how easy it is to sell something bad if it's covered in gold. Und beim letzten Mal das Opfermesser. Der Opferdolch. Okay, das Interessante ist, er sagt, ich erinnere mich nicht an, diesen Dolch. Er war hier nicht vorher. Warte, wie kann ich das wissen? Das ist doch das erste Mal, dass ich hier bin. Also er hat quasi auch jedes Mal seine Erinnerung verloren, dass er schon mal hier war. Okay. Guck mal, was in dieser mysteriösen Tür ist. Ein zweiter Keller. Okay. Sometimes ignorance is bliss. Well then, let's take a walk. Manchmal ist Ignoranz Glück. You already know the drill. Someone will come, and this someone will try to kill you. The question is, who's it gonna be? Okay. Du kennst den Ablauf. Jemand wird kommen und versuchen, dich zu töten. Die Frage ist nur, wer ist es diesmal? Let's see. Ich habe so langsam das Gefühl, dass unser Freund nicht unser Freund ist. Vielleicht etwas Böses, das uns angrinst. Was ist das denn? Okay. Don't think about what you saw. Just look away and ignore it. You always did that very well. Denk nicht drüber nach, was du gesehen hast. Guck einfach weg und ignoriere es. Du hast es doch immer so gemacht. Oh! Oh ja! Oh ja! Oh! Ich wollte gerade sagen, wir haben ja ein bisschen Layers of Fear Feeling hier, wa? Okay. Okay, okay, okay. Meine erste Periode. Oder ist es doch ein Rorschach-Test? Was seht ihr? Ich sehe einen kleinen Vogel, ein Küken mit einem großen Kopf. So eins ohne Federn, weißt du so? Ja, das sehe ich. Okay, was sehe ich hier? Gehirn mit einem Gesicht. Ein Gehirn mit einem Gesicht, ja, das wird es sein. Aber wir können auch nicht mehr zurück. Und das sieht aus wie ein Hund, aber mit drei Gesichtern. Und das ist ein Mensch ohne Gesicht. Whatever. Das ist aber ein bisschen gefährlich hier, das offene Feuer, hä? Huh? Können wir die Fackel nehmen? Hallo? Ich komme, was zu klauen. Sehr viele alte Bücher und Manuskripte. Oh, der Schrank sollte mal repariert werden. Chuck, geht's gut? Ja, ein, zwei Blätter musst du lassen. You know, there comes a moment in life when you just feel trapped. Es gibt einen Moment im Leben, wo man sich einfach gefangen fühlt. Oh. Okay. Wird der Raum kleiner? And when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out. Und wenn es so aussieht, dass man nirgendwo mehr hin kann, nimmst du jeden Weg, der rausführt. Oh. Wie so ein Nasenblutennießer hier. Hatschi, einmal an die Wand. Sehr hygienisch. Okay, let's go there. Das sieht fake aus da hinten. Ah, der Klassiker. Der hat mich wieder erwischt.
Oh, ich kann ja nicht rechts und links gucken. Okay, nur geradeaus. Als nur ein Bild. Es ist ein fucking Bild. What's happening in this house? Why am I returning to it? You probably thought a lot about it. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. Was passiert in diesem Haus? Wieso komme ich immer wieder hin zurück? Vielleicht hast du darüber schon mal nachgedacht oder du hast generell nicht nachgedacht. Oh, hallo. Ja. Hat sie mir gerade die Zunge rausgestreckt? Dieses freche Mädchen. Oh, oh, hallo. Dich kennen wir doch. Calm down. You've already killed them. Keep going. I've prepared a small surprise just for you. Okay, beruhig dich. Du hast sie schon alle getötet. Ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Mal sehen. Oh, ein Schrank von Ikea. Sowas habe ich mir doch schon immer gewünscht. Es ist unsere Garage. Es ist unsere Garage, wo alles angefangen hat. Leben wir in der Hölle? Müssen wir den Kreis, den ewigen Kreis des Diebstahls durchführen? Er hat uns verraten. Er ist nicht unser Freund. Okay, du bist schon sehr lange, nicht wahr? Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or, this is the last one for sure? Well, you were right about that. Jeder neue Job hat mit diesem Auto angefangen. Was hast du gedacht, als du einen Job angenommen hast? Ich mache es für die Familie oder es ist das letzte Mal, dass ich das tue? Nun, wer hätte gedacht, dass es wirklich so ist? Oh, hatten wir möglicherweise einen Autounfall und sind jetzt in der Zwischenhölle? Und das Haus existiert gar nicht. Das wäre eine interessante neue Perspektive. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Well, for their sake, your favorite thought, huh? Alles für Glück. They never asked you for this, but you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. Okay, nur für sie das zu machen, hast du gedacht. Natürlich nicht für den Adrenalinkick, nicht wahr? Und mal sehen, wie gut du dich erinnern kannst. Öffne den Sicherungskasten und schneide das blaue Kabel durch. Wer, da ist jetzt kein blaues Kabel. It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. Es war die einfachste Sache überhaupt. Du musstest einfach nur das blaue Kabel durchschneiden. Haben wir das falsche durchgeschnitten und Stromschlag gekriegt? Das ist das erste Spielzeug, das ich meinem Sohn gekauft habe. Dieser wunderschöne Hase, den wir aus God's Basement kennen. Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. 8 hours a day, 6 days a week. You'll be reliable, consistent, boring. No. You've always thought that you were too good for a regular job. Willst du wirklich zurück zu deiner Familie? You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. Okay, willst du wirklich zurück zu deiner Familie? Willst du einen normalen Job? Oder hast du mit 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche? Oder bist du zu gut dafür? Das ist deine Entscheidung. Leg einfach nur das Mikro, das Hörgerät hier, ne, wo er dich hört, zur Seite. Und geh weiter. Oh, heaven. Sorry, I was joking. It looks like this house has changed. Now it's mine.
What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, that isn't important. In any case, now you're with me. Okay. Was ist das für ein Ort? Bist du gestorben und in der Hölle oder bist du vom Gefängnis verrückt geworden? Egal, du bist jetzt bei mir. Okay. Überraschend gut. Immer wieder überraschend gut. Hör auf zu flüstern. You couldn't be your fault, right? You can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't be true. Okay, es war nicht deine Schuld, richtig? Mit dem blauen Draht. Du hattest einen Partner, der den Fehler gemacht hat. Es konnte einfach nicht deine Schuld sein. Tja. Okay. Alles klar. Alles klar. Ist gut. Oh, okay. Auch gut. Hey Leute. Oh. Da ist ja mein Herrscher. Scheinbar. Okay. 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 Fernsehen, das ist gut. Wie damals im Unterricht. Wenn der Fernseher schon reingeschoben wurde in die Klasse. The suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of... The attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault. Is it? Okay. Also, beim Einbruch haben wir leider das Kabel verwechselt, nicht das blaue. It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Killers, abusers, monsters. Come on with another reason why they should have died. You did it so well before. Okay, also, er hat versucht einzubrechen, musste eigentlich nur das blaue Kabel durchtrennen, hat das andere durchgetrennt und das hat ein Feuer erzeugt, die Funken von dem anderen Kabel. Und in dem Feuer sind dann doch die Bewohner gestorben, Vater, Mutter und Kind in dem Haus. Und er hat überlebt und hat immer gesagt, er wusste nicht, dass da jemand drin lebt. Er dachte, er wäre allein, sonst wäre er auch nicht eingebrochen. Und er sucht halt immer eine Ausrede für seine Taten. Ah ja. Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. Okay, lass dir ich geb dir einen Hinweis, wer schuld ist. Der Mann hat seine Frau missbraucht, die Mutter hat ihre Tochter, ihr Kind ermordet oder vielleicht hat der Mann beide ermordet. Wir werden sehen, was passt. Okay. Das ist der kleine Schädel, also wird das vermutlich das Kind sein. Ist das die Mutter? Was steht da? I want to look at the person who killed me.
Ich will der Person ins Gesicht blicken, die mich umgebracht hat. Komme ich da weiter? Nehmen wir mal das Kind. Ach, sie müssen alle... Wir nehmen mal uns. An acceptance. I didn't expect this to happen. I didn't think we had to say goodbye, but farewell. Oh, eine Akzeptanz. Ich hätte nicht erwartet, dass das passiert. Ich schätze, wir werden nicht auf Wiedersehen sagen, aber bis bald. Oh. Okay. It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them, and you will remember this. No matter what you will imagine next, we will be together. Forever. Eine Schande, dass Akzeptanz nicht die Vergangenheit. Peace, Prince of Mist. Was? Rise of Mistake. Okay. Zu schade, dass Akzeptanz nicht die Fehler der Vergangenheit reparieren können. Wir werden noch eine Weile zusammen sein, egal was passiert. Und will dann doch wieder hier? Okay. Fängt wieder alles von vorne an? Oder sind wir wieder in der letzten Nacht? Wir haben keinen Knopf im... Keinen Knopf im Ohr. This demon thing wasn't too much. Was it a good ending? There is no time. I need to leave it as it is. Since when did I start talking to myself? I can't take it anymore. I need to get distracted. Diese Dämonensache war zu viel, oder? Hm, mir ist nichts Besseres eingefallen. So nach dem Motto, ah, ich rede ich gerade mit mir selbst. Ich halte es nicht mehr aus. Ich brauche eine Pause. Oh, jetzt können wir in diese Tür rein. Und was finden wir hier? Schönes. Oh, ein Buch. Ein Buch, ein Buch. Ein Zettel. Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. In letzter Zeit kann ich meine Kindheit nicht aus dem Kopf kriegen. Ich weiß nicht warum. I always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans, and some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at 5, then homework, then school, and in the evening, the real work. Okay. Mein Vater hatte große Pläne mit mir. Er war ein Fabrikant und hat mir einen strikten Aufgabeplan gemacht. 5 Uhr aufstehen, Hausaufgaben, Schule und so weiter. Und abends fing dann die wahre Arbeit an. 14 Jahre Junior Assistant at the Sorting Floor. 15 Jahre Senior Assistant at the Sorting Floor. 16 Jahre Promotion to the Cutting Floor. Es sind immer, glaube ich, Abteilungen. Also Junior Assistant, Senior Assistant, Promotion in Cutting Floor. 17 Jahre alt, das erste Jahr auf der Business School. 22 Jahre Abschluss, 24 Jahre Chef des Flurs, 27 Jahre Assistenz, Direktor Assistenz, 35 Jahre Direktor der Fabrik. Das ist anscheinend der Plan. Und das sind unsere Aufgaben. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der Entwickler zu uns redet. Oder wie das gemeint ist. Wir steppen mal durch. Every day was a preparation for the future. I had goals. At age 14, a junior assistant in the sorting floor. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to.
I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. Okay. Er hat nochmal gesagt, dass er jeden Tag halt arbeiten musste. Anscheinend eine Schlachterei. Das ist mit Factory gemeint. Und er konnte mit niemandem reden und er musste jeden Tag, sein Tagesablauf war immer der gleiche. Jeden Tag, jeden Tag. But I found a way out. Ich habe einen Weg rausgefunden. Hat er jemanden gekillt? At first, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. But they gave me the distraction then. Zuerst hat's nicht gut funktioniert. Dumme Geschichten. Aber sie haben mich abgelenkt am Anfang. Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. Ah, ein Brief von einem Publisher, eine Möglichkeit zu verlassen. Und als ich 18 wurde, habe ich's getan. Dear Mr. Mist, also lieber Mr. Mist. Ich entschuldige mich für die späte Antwort, aber ich brauchte die Zeit, um mit deine Arbeit, der graue Gentleman, durchzulesen. Und es zu meiner Kollegen zu geben, dass er es auch lesen konnte. Frankly, dein Style ist noch nicht ganz rund, aber wie auch immer, ich bin beeindruckt von deinem Talent, wie du Atmosphäre erzeugst. Und den dunklen Ton quasi hinbekommst. Ich habe immer noch Gänsehaut von deiner gruseligen Beschreibung eines Alien-Schlachthauses. Bitte antworte auf diese Mail, wenn du immer noch mit uns arbeiten willst. Ich glaube, dass unsere Kundschaft oder ja unsere Zielgruppe sich für dich interessieren würde. Freundlichen Grüßen, John Watcher. Editor vom Verlag Agatha. Also er wollte Autor werden. Oh, nice. Ein anderes Haus, oder? Ist das ein anderes Haus? Father was furious. He locked me up. He used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby. And we lived happily ever after. Until. Okay, Vater war wütend. Er hat mich eingeschlossen und hat seine üblichen Erziehungsmethoden genommen. Aber ich habe ein wunderschönes Mädchen gefunden, bin meinen Weg gegangen und wir haben ein Baby bekommen. Und ich war endlich glücklich. Aber dann. Welcome. Aber dann passierte was. Oh. Müssen wir da hoch? Oh, so ein schönes Haus. Ich muss erst mal gucken. Ist schon sehr ähnlich zu dem Haus, das wir besucht haben. Ein bisschen kleiner, aber der Style ist ungefähr der gleiche, ne? Ja, es liegt alles hier so rum. Sehr schön. Na gut, wenn er Schriftsteller ist, hat er natürlich auch viele Bücher, ne? Also, das ist klar. Schade, dass man nicht aus der Umgebung sieht, aber es ist wahrscheinlich auch nur eine Erinnerung. Von daher ist das schon okay. Überall diese Schädel, die hier rumliegen, von, was ist das überhaupt? Ein Elefant oder was? Ein Nasenbär? Ich weiß es nicht. Kennt sich einer mit der Anatomie von solchen Schädeln aus und kann sagen, was das für ein Tier war? Also natürlich nicht in echt, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Oh, das Kinderzimmer. / Schlafzimmer.
Eine Note. Das königliche London Hospital, Dr. M. Pierce, Whitechapel Road, Whitechapel, London, 2. Juni 2018. Lieber Mr. und Mrs. Mist, es tut mir leid, Sie zu informieren, dass Olivers Zustand schlimmer wird. Rio Kukigat wird, was? Facilitate his well-being and increase the quality of life. Ach so, das ist ein Medikament. Wird seine Wohlbefinden verbessern und die seine Lebensqualität. Aber es kann nicht die Ursache der Herzprobleme lösen. Ich empfehle Ihnen sehr, mehr radikale Methoden in Anbetracht zu ziehen. Und zwar so schnell wie möglich. Wir haben einige Meds Regime vorbereitet, keine Ahnung, die Chance haben, die Arbeit des Herzens zurück zu normal zu bringen. Ich bezweifle, dass ein Eingriff nötig sein wird, also ein chirurgischer Eingriff, aber ich muss Sie warnen, dass es vielleicht möglich sein wird in der Zukunft. Wir werden die Behandlung Ihres Sohnes beim nächsten Besuch besprechen. Freundliche Grüße, Dr. Matthew Pierce. Unser Sohn war also krank, hat Herzprobleme. We tried as best we could. It was all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novel started to get rejected, and in time our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. But we had a chance. Okay. Wir haben unser Bestes versucht, aber es hat nicht geholfen. Die Rechnung kam rein und meine Bücher haben sich schlecht verkauft und irgendwann war ich pleite. Aber wir haben nicht aufgegeben, wir hatten eine Chance. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele von diesen Rechnungen eingetroffen sind. Es waren zu viele, um sie zu begleichen. Okay, also vielleicht doch jetzt der Einbrecher, der jetzt beschreibt, warum er in diese Situation mit dem Einbrechen gekommen ist. Gut möglich. Oha. Ja, nice. Zu viele Rechnungen. Wir wollen einfach nur sehr, sehr viele Rechnungen. Das ist ja cool. Mega. Sehr, sehr, sehr viele Rechnungen, die wir gekriegt haben. Hör ich ein Telefon? Hallo? Is he all right? Geht's ihm gut? The doctor says that he's stable. Der Doktor sagt, er ist stabil. Good. Have you taken a nap yet? I didn't. Hast du schon geschlafen? The operation just ended. How are you? Work. The part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns in a tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No, I will sell the book, and we will solve everything. Aiden, your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you, this is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? 1 month, Aiden. Then we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. 1 month. Okay. Das war der Anruf der Frau. Der Sohn wurde gerade operiert. Das ist alles gut. Sie hat noch nicht geschlafen. Und ja, das Geld ist aber schon wieder aus. Und sie hat vorgeschlagen, seinen Vater um Geld zu fragen. Das will er nicht, weil er sich sonst niemals davon trennen wird. Weil er Angst hat, dass sein Vater Aiden, mit seinem Sohn dasselbe macht. Okay? We need to talk.
No. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week, or... More than a month has passed, and I know that you work. I just wanted to say that Oliver is stable. The doctor is waiting, and... She will not believe me. Even if I try to persuade her, it's either I'm finishing the book, or... How long have you been inside? Aiden, I can't worry about the both of you at the same time. We must solve this problem, and solve it now. Your father will help, and he's not so bad. You can return your books later if you want. Who cares about the books? If he gets control, it will be the same with Oliver as it was with me. She doesn't understand. We will make it through, whatever happens. I'm sure that not everything is so bad with your father. We will talk to him, or figure something out. Oliver asked about you. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Open the door, Aiden. You made a promise. Aiden, please. Okay, also nochmal. Sie hat ihm einen Monat Zeit gegeben, sein Buch fertigzustellen und zu verkaufen. Ansonsten wird sie halt den Vater fragen. Und jetzt ist der Monat vorbei und sogar noch mehr. Er bittet darum, noch eine Woche Zeit zu geben, weil er noch lesen muss. Und sie sagt, so schlimm ist sein Vater schon nicht. Aber er sagt, sie hat keine Ahnung. Sie will jetzt, dass wir die Tür aufmachen. I'll wait here a bit. Ich warte hier ein wenig. Ja, gucken wir mal rein ins Buch. Oder wo können wir reinkommen? I just need a little more time. The ending is done. I just need to polish it and... Oliver will have his operation. He will be free. Nadine will never understand me. We will have to break up, but... Is it worth it? Nur ein bisschen mehr Zeit. Ich muss mein Buch zu Ende schreiben. I get it, Aiden. I really do. Finish your book. I hope you'll be okay. Recluse. Goodbye. Last page. Okay, wir konnten uns jetzt für sie entscheiden oder für das Buch. Wir haben uns für das Buch entschieden. Und sie hat uns jetzt quasi verlassen. Okay. Cooles Spiel. Sogar mit einer richtig coolen Story letztendlich. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt oder noch weitere Nächte kommen. Also ich hatte es zumindest so verstanden. Auch eine sehr gute Übersetzung, also sehr gute English Voice Actors. Chinese Translation, okay. Das ist jetzt ein bisschen laut. Ja, ich fand's cool. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich werde gleich mal gucken, ob wir noch das andere Ende kriegen, ob ich nochmal die letzten Speicherpunkt laden kann. Und dann mal gucken, wenn wir uns für sie entscheiden, ob sich's ein bisschen anders entwickelt oder ob da vielleicht doch irgendjemand hinter ist. Ein Monster oder so. Letztendlich hat er sich dann, also so wie ich das verstehe, ist das derselbe, der die Einbrüche begangen hat. Und hat's dann verkackt für alle. Irgendwie so. Ja gut, ich lasse euch ein bisschen hier den Abspann laufen und dann gucken wir gleich nochmal, ob wir das andere Ende hinkriegen. Bis gleich.
Oliver asked about you. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Und ich hab euch auch vermisst. So, wir öffnen jetzt mal die Tür. I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something together. But if only I had a couple more days. Open the door. No. Wir machen die Tür auf. Hello, Nadine. Family Matter, die Familie zählt. Okay, jetzt haben wir auch das gute Ende gekriegt. Okay, hat nicht viel geändert. Trotzdem, ich bin gespannt, was da noch kommt, ob da noch was kommt, ob es noch mehr Nächte gibt. Die Grundidee ist ziemlich cool, fand ich. Ziemlich coole Idee. Die Jumpscares war gut, die Atmosphäre war gut, also mir hat es super gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Horror-Let's Play, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen nach oben da und bis dann. Haut rein. Ciao.